Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs und zwar auf dem PTR zu Patch 8.3 und da wollen wir uns heute das neue Auktionshaus-Interface angucken mit einem Haufen neuen Funktionen, die überwiegend sehr, sehr gut sind und ja, ich muss gleich am Anfang sagen, bei Blizzard kommen die guten Sachen, aber manchmal dauern sie sehr lang, weil das Auktionshaus wurde, glaube ich, seit Classic nicht groß überarbeitet und jetzt endlich hat man da eine Verbesserung drin. Viele Leute haben ja Add-ons benutzt, wie ich auch, und so wie ich mir das jetzt angeguckt habe, könnte man sich da viele Add-ons sparen, so wie das jetzt aufgebaut ist. Als allererstes, wenn wir das Auktionshaus aufmachen, seht ihr, wir haben drei Reiter, kaufen, verkaufen, Auktionen, das kennen wir aus dem Alten schon. Und ihr seht, ich habe hier zum Beispiel gleich diesen Kampftrank der Beweglichkeit drin. Den habe ich mir als Favorit gesetzt. Also man kann sich bestimmte Items jetzt als Favorit setzen und die kommen gleich am Anfang. Oder man klickt halt hier drauf, dann kommen die Favoriten-Items und dann kann man sie direkt anklicken, kaufen, fertig. Müsst ihr halt nicht mehr suchen oder euch den Namen merken oder so. Wer kennt es nicht kurz vorm Raid? Ah, fuck, ich brauche noch Pots, ich brauche noch Tränke, hier schnell rein. Und dann vertippt man sich fünfmal und es lädt 5 Jahre. Das Ding funktioniert tatsächlich extrem schnell. Es kann natürlich auch daran liegen, dass hier jetzt noch nicht sonderlich viele Items drin sind. Ne? Das ist PTR. Wer stellt denn auf einem Teststream Sachen rein? Okay, anscheinend gibt es doch Leute, die wirklich Sachen reinstellen. Aber es ist natürlich weit weniger drin, als jetzt auf einem richtigen Server. Aber das, was ich getestet habe, ging alles instant. Also keine Lags, kein gar nichts. Das war echt top. So, was finden wir jetzt hier alles? Wir haben jetzt erstmal einmal die Suche aufgerufen mit allen Items. Und euch fällt schon auf, es ist jetzt nicht so wie auf dem Live-Server, dass 10.000 Mal das gleiche Item drin ist, sondern es ist jedes Item hier in der Übersicht nur ein einziges Mal drin. Und wenn ihr dann auf das Item draufklickt, dann werden euch alle diese Items angezeigt, so wie das viele Add-ons auch schon machen und was auch eine gute Lösung ist. Wir können uns jetzt mal irgendwas raussuchen, wo ein paar verschiedene Items drin sind. Da scrollen wir jetzt mal ein bisschen runter. Hier wären jetzt zum Beispiel 1855 Items von diesem drenaischen Staub drin. Den klicken wir jetzt mal an. Und ihr seht, jetzt wird mir hier an der Seite angezeigt, wie viel Staub von was drin ist. Wenn ich jetzt hier nichts weiter anstelle und einfach nur auf Kaufen drücke, dann kaufe ich eine Anzahl vom günstigsten Staub. Wenn ich jetzt hier 5 reinmache, dann kauft ihr mir von dem ersten Stapel 5. Also ihr könnt auch, wenn jemand einen Stack reinstellt von 100, könnt ihr einzelne Portionen von dem kaufen für einen anteiligen Preis. Und wenn ich jetzt, ich kann zum Beispiel auch hier draufklicken, dann kauft ihr diesen ganzen Stapel oder ich klicke das noch mit an, dann kauft ihr das Ganze und er zeigt mir immer den Gesamtpreis an. Ich kann jetzt auch zum Beispiel, hier sind 9 und da sind 46, ich kann jetzt auch 15 kaufen. Dann kauft ihr mir die 9 hier plus die nächsten 6 Stück. Und dann haben wir natürlich einen krassen Preisunterschied, ne? Aber der Gesamtpreis berechnet sich dann halt aus den 9 plus hier nochmal die 6. Und dann haben wir quasi den Gesamtpreis. Ich finde es eine ganz coole Sache. Man sieht es relativ übersichtlich. Und wisst ihr, was man nicht machen kann? Ich kann zum Beispiel jetzt nicht sagen, scheiß drauf, ich kaufe mir das Teure. Das geht nicht. Also ihr könnt wirklich nur das Günstige kaufen. Das ist vielleicht ein einziger Haken, was keiner ist, ja, aber wer will denn das Teure kaufen? Aber es geht nicht, dass ihr sagt, ich will jetzt lieber das Teure hier kaufen. Dann nimmt er alles, ich kann nur quasi immer das Günstigste aus Maha rauskaufen, ja. Das könnte vielleicht dahingehend ein Problem sein, wenn man sagt, von dem einen Typen, den ich hasse, von dem möchte ich nichts kaufen, der ist jetzt gerade der Günstigste und möchte vom Zweitdings kaufen, das scheint nicht zu funktionieren, ja. Aber sonst ist das Tool ganz gut und ihr könnt auch immer hier wieder quasi zurückgehen. Was es noch hier an praktischen Angelegenheiten gibt, ist, dass ihr einen Favoriten setzen könnt. Zum Beispiel, ich habe mir ja vorhin, wie ihr gesehen habt, diesen einen Pot als oder diesen eine Flask als Favorit gesetzt. Wir können jetzt hier auch noch was anderes raussuchen. Ich muss jetzt hier aber die englischen Begriffe eingeben auf dem PTR. Das habe ich vorhin rausgefunden. Wenn ich jetzt Sachen anklicke oder so, dann haut er mir die zwar hier in Deutsch rein, aber auf dem PTR ist irgendwie alles noch auf Englisch gemünzt. Deswegen muss ich die englischen Begriffe verwenden. Also denkt euch nichts dabei. Jetzt sagen wir zum Beispiel, ich möchte hier diesen Trank haben, ne? Ihr seht, hier ist ein Haken dran. Das heißt, dass ich das selbst im Auktionshaus habe. Diese Tränke habe ich auch selbst im Auktionshaus. Da habe ich schon ein bisschen was getestet. Und jetzt können wir mal reingucken. Und zwar seht ihr, das sind meine Auktionen, die quasi so ein Häkelchen dran haben. Ja? Und die können wir uns theoretisch jetzt hier auch als Favorit setzen. Dann gehen wir einfach mit dem Rechtsklick drauf. Als Favorit setzen und wenn ich dann hier drauf drücke, dann seht ihr, sind die automatisch als Favoriten drin und ich kann mir dann schnell die Items kaufen, wie ich es ja vorhin schon gezeigt hatte, was ganz praktisch ist. Hier in der Seite hat sich nicht so viel getan. Jetzt fangen wir vielleicht mal von unten an. Wir haben die WoW-Marke, die ist auf dem PTR nicht verfügbar. Verschiedenes, da sind die Reiter eigentlich auch gleich geblieben. Questgegenstände,
Pet-Battle-Haustiere. Da sind zum Beispiel, ah, ja gut, unter Pot ist natürlich kein Pet-Battle-Haustier drin. Hier seht ihr das. Und viele weitere Sachen. Was wir aber machen können, ist eine erweiterte Suche. Und zwar nur nicht gesammelte. Können wir jetzt hier mal anklicken. Und dann zeigt er mir nur die Pets an, die ich zum Beispiel nicht gesammelt habe. Das geht auf dem Live-Server theoretisch auch schon. Jetzt kommt dann aber gleich noch eine Geschichte, die noch ein bisschen cooler ist. Denn das geht auch für Transmog. Heißt, diese neue Filterfunktion funktioniert tatsächlich für Transmog. Und wenn ihr jetzt... Aber eingeschränkt, muss ich sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Rüstung, oder ich gehe jetzt mal auf alle Items und mache hier nur nicht gesammelte rein, dann zeigt er mir nämlich nur Gear an, das ich nicht gesammelt habe, und er zeigt mir Pet-Battle-Viecher an, die ich nicht gesammelt habe, weil das sind die einzigen Sachen, die wahrscheinlich Mounts würde es mir auch anzeigen, aber da das mit dem Mount rüber kopieren gut klappt, im Gegensatz zu den Pets, und habe ich alle Mounts, die man im Auktionshaus kaufen könnte. Ja, wahrscheinlich sind auch nicht viele drin hier auf dem PTR. Aber da werden mir wirklich nur quasi die Items und die Pets angezeigt. Pets, wie gesagt, ging auf dem Live-Server schon, aber fürs Transmog ist es cool. Ein Disclaimer hier an der Stelle: Es wird mir alles angezeigt, was ich noch sammeln kann. Und hier wird mir dann auch Stoff angezeigt. Und falls sie das Transmog-System nicht geändert haben, kann ich hier mit dem Lederchar kein Stoff für meine Sammlung hinzufügen. Aber Leder kann ich hinzufügen. Jetzt gehen wir einfach mal her und kaufen das hier. Sofortkauf. Und jetzt muss man mal gucken, ob das wirklich so klappt. Ich habe nämlich hier auf dem PTR nicht sonderlich viele Transmog-Vorlagen, weil das mit dem Rüberkopieren teilweise nicht so ganz klappt. Jetzt schauen wir mal. Tun wir das mal hier ran. Ihr habt diese Vorlage bereits von einem anderen Gegenstand. Ah, okay. Er zeigt mir quasi auch Gegenstände an, die ich durch einen anderen Gegenstand schon habe. Also ich habe diese Vorlage, aber nicht durch diesen Gegenstand. Okay, das ist interessant. Also es klappt so semi-gut. Wenn ihr natürlich jetzt auch die Stoff-Items rausnehmen wollt, ne? Also wenn wir jetzt sagen, nur die Sachen, die ich gesammelt habe und klick auf Leder, dann kriege ich die Stoffsachen nicht. Aber wie ihr gesehen habt, ist es bei dem Item jetzt zwar so gewesen, dass ich es durch dieses Item nicht gesammelt habe. Aber anscheinend durch ein anderes. Wobei, nee, es steht hier unten bei mir im Chat dran. Fenster freigeben, machen wir das mal so. Es steht bei mir im Chat dran, dass ich quasi die Stiefel jetzt neu habe. Anscheinend hat es doch funktioniert. Ja, gut, okay. Muss man mal gucken. Wie gesagt, auf dem PTR, da habe ich noch nicht sonderlich viele Dinge. Ob das jetzt auch schon ganz ausgereift ist, muss man auch mal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall gut, dass diese Funktion drin ist. Dann kann man vielleicht für Transmog auch ein bisschen besser suchen. Muss man dann vielleicht nochmal auf dem Live-Server schauen, ob es dann wirklich nur die Gegenstände angezeigt werden, die man wirklich noch gar nicht hat, oder auch diejenigen, die man von einem anderen Item schon hat. Weil es gibt teilweise ein Transmog-Aussehen, das können aber fünf verschiedene Items bedienen. Das ist dann ein bisschen komisch. Dann gibt es so diese Hardcore-Transmog-Leute, die dann jedes Item haben wollen, das zwar gleich aussieht, was zwar meiner Meinung nach wenig Sinn macht, aber es gibt so Leute. Genau. Was dann hier noch ist, man kann halt auswählen die Seltenheit. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Artefakt auf dem Live-Server auch schon drauf war oder ob es das jetzt erst hier gibt. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht 100. Doch, gab es auf dem Live-Server auch schon. Ich habe gerade nebenbei auf dem zweiten Account nachgeguckt. Was aber cool ist, ist die Geschichte mit nur bessere Ausrüstung. Und zwar ist es so, dass wenn man dieses nur bessere Ausrüstung anklickt, nur Items erscheinen, die ein höheres Item-Level haben als euer Item. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier auf dem PTR schaue, sind da nur grüne Sachen drin oder mal so blaue Low-Level-Geschichten. Und wenn ich das mit hier mit dem Main mache, dann zeigt mir nichts an. Ich habe mir extra einen Low-Equipment-Char rübergezogen, das mit dem getestet, und dann wurde ein Item angezeigt, das ein höheres Item-Level hatte. Also dann trägt man am besten an quasi nur verwendbare Items, also die man auch tragen kann, und besseres Item-Level. Dann werden einem nur alle angezeigt, die höher vom Item-Level sind. Ob die sinnig sind, die Items, ne? Es kann dann auch ein Intrinket sein, was dir dann als Melee angezeigt wird, aber hat zumindest die höheren Item-Level-Sachen, und wenn man hier verwendbar, dann ist es halt nur die eigene Rüstungsklasse, die man auch, oder die Waffen, die man tragen kann. Ist eine praktische Sache, wenn ihr jetzt nach Upgrades im AH sucht, im alten Auktionshaus, Add-on, ging das halt nicht leider. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Und zwar gehen wir mal auf den nächsten Tab, und zwar ist das einmal verkaufen, und auch hier ist es relativ simpel. Jetzt nehmen wir mal irgendwas raus, was wir verkaufen wollen. Klicken wir einfach, also wir können das zum Beispiel hier mit Rechtsklick einfach anklicken. Da haben wir den Trank, er wird hier einfach dann reingeworfen. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir ja,
das hier verkaufen können. Und zwar können wir dann die Anzahl eingeben, die wir verkaufen wollen. Den Preis können wir eingeben und die Dauer geht bis 48 Stunden. Und dann zeigt es uns den Preis pro Einheit an, den wir quasi verkaufen. Das Coole ist, ich kann einfach hier auf irgendeinen anderen Preis draufklicken. Und also standardmäßig ist es auf den günstigsten und dann poste ich es genau für den gleichen Preis wie der günstigste. Heißt, wenn jeder ins Auktionshaus geht und einfach nur hier sein Dings drauf wirft, dann wird das auf einen Stack geschmissen und derjenige, der als letztes eingestellt hat, von dem wird immer als erstes gekauft. Heißt, da seht ihr, diesen Stack haben jetzt zwei verschiedene Verkäufer. Ich kann jetzt einfach die Auktion erstellen und dann ist der Stack nicht mehr 40, wie es eben war, sondern 52. Das ist quasi der Stack für den komplett gleichen Preis. Und jeder, der kauft, kann jetzt einfach hingehen und von dem Stack, wenn dann die ganzen 52 kaufen oder nur 10 oder nur 1. Und es wird halt von oben nach unten die Liste abgearbeitet. Der als letztes eingestellt hat, quasi das Neueste hat, von dem wird das dann gekauft. Ja, man muss jetzt quasi nicht mehr andere im Unterbieten um ein Kupfer, sondern man kann das ganz gechillt hier so eintragen. Genau. Ja, soweit zu der Funktion. Hier oben kann man auch theoretisch immer resetten und nochmal schauen, ist man jetzt noch der günstigste. Ist eine praktische Geschichte. Ob man das jetzt unbedingt braucht, ist jetzt die andere Sache. Wir können jetzt nochmal andere Gegenstände gucken. Das kann ich jetzt zum Beispiel hier noch einstellen. Was interessant ist, wir haben hier keinen Kupferbetrag mehr. Ne? Man hat jetzt nur Gold und Silber. Das mit dem Kupferding ist rausgefallen. Und hier hat man zum Beispiel auch noch so ein Maximal. Wenn ich jetzt hier nur 10 hätte, dann könnte ich jetzt hier auch maximal, dann haut es alle rein, die ich im Inventar drin habe. Genau. Und dann können wir jetzt als letztes hier noch die Auktion anschauen. Und da sehen wir dann direkt unsere Aktionen, die wir alle reingeschmissen haben. Das sind dann teilweise die einzelnen. Aber ich kann zum Beispiel auch hier, ich habe jetzt zum Beispiel mehrmals diesen Trank der ungezogenen Wut drin. Den kann ich auch anklicken und dann sehe ich halt direkt meine Aktionen, die ich reingeschmissen habe. Beziehungsweise sehe, wo ich an der Warteschleife bei dem Ganzen bin. Der hier hat das anscheinend vor mir eingestellt und ich bin jetzt mit dem an Platz 1, mit dem an Platz 2. Dann wird das hier aufgekauft von dem anderen Typen und dann kommt wieder meins. Ne? Also man kann hier auch relativ gut sehen, wo man gerade steht und könnte dann auch theoretisch hingehen und sagen, ich breche jetzt hier ab und stelle die neu ein, dass ich wieder der Erste in der Schlange bin. Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, wenn man jetzt hier... Gut, das ist das Erste, das würde jetzt wenig Sinn machen, aber ich kann jetzt hier schon viel abbrechen und es dann wieder neu einstellen. Ja? Hier oben kann ich auch immer wieder refreshen, das Ganze, um zu gucken. Und dann gibt es auch noch eine Gebote-Seite, wenn man halt Sachen für Gebote einstellt. Das kann man, glaube ich, hier auch irgendwo, genau, hier kann man das auch ändern. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch irgendwas einstellen mit quasi Gebot. Warte, da müsste ich, glaube ich, erst hier unten den Haken rausmachen. Hier, genau. Dann kann man auch, oh nee, das geht jetzt hier nicht. Anzahl pro Preis? Nö, anscheinend funktioniert das noch nicht so ganz. Oder ich habe das noch nicht so ganz rausgefunden. Also man kann hier auf jeden Fall den Sofortkaufmodus umstellen. Aber wenn ich das dann hier reinziehe, dann ist das mit dem Gebot wieder weg, ne? Naja, gut, keine Ahnung. Vielleicht geht das dann nur bei einzelnen großen Items. Vielleicht nicht bei Stack-Items. Das kann schon sein. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich hier irgendwas rumflacken habe, was ich einzeln reinschmeißen kann. Hier diese Hände zum Beispiel. Ah, schau dir, bei solchen Items kann ich anscheinend einen Gebotspreis machen. Bei Stapel-Items geht das anscheinend gar nicht, weil die wollen halt das Auktionshaus auch entschlacken, dass diese ganzen Einzelstacks weggehen. Und wenn ich natürlich dann extra Gebot machen würde bei so einem Massenprodukt, wo man stackweise einstellen könnte, dann würden das ja wieder unterschiedliche Preise und dann wäre der AH wieder geflutet mit ewig vielen Seiten. Und das kannst du anscheinend hier nur bei dem machen und es zeigt sogar das Item-Level an. Interessant. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch was vergessen habe. Ich kann euch das jetzt aber noch kurz zeigen auf dem Twink. Den habe ich mir extra noch rübergezogen, wie gesagt, um zu schauen, wie das mit dem Item-Level geht. Dann nehmen wir jetzt mal den. Da musste ich extra einen Twink raussuchen, der möglichst beschissenes Gear hat. Und selbst für den war tatsächlich nur ein einziges Item drin, was ein Upgrade war. Ne? Ich muss jetzt aber so als Resümee schon mal sagen, die Funktionen sind ganz cool. Es kommt irgendwie 4, 5 Jahre zu spät, dass wir dieses Update machen. Ein paar andere Sachen hätte ich mir noch gewünscht, ja. Zum Beispiel, aber, ja, jetzt schauen wir erstmal wegen dem Item. Danach können wir noch auf das eingehen. Wo haben wir es denn? Genau, jetzt nehme ich mal nur, also wir können jetzt mal reinschauen, was insgesamt drin ist. Ne? Wenn ich hier gucke, jetzt gehe ich zum Beispiel auf Rüstung. Das sind jetzt die Rüstungssachen, die insgesamt drin sind, also ziemlich viel Zeug. Und wenn ich jetzt nur Verwendbares gehe, dann wird es schon ein bisschen weniger.
weil dann die platten Sachen rausfallen. Und wenn ich jetzt nur bessere Items gehe, dann seht ihr, es ein einziges Item drin, was besser wäre. Das ist nämlich eine Taille 266er Item Level. Und der hier hat halt diese, ja, 280er bis 235er von Timewalker an und noch diesen alten Legendary-Gürtel und der ist 265 und das Ding ist halt 266, also ein Item-Level höher und das wäre theoretisch besser. Wenn das natürlich dann auf dem Live-Service ist, dann sind dann Epic-Items drin und dann hat man natürlich mehr Auswahl, die sind jetzt halt hier auf dem PTR nicht drauf. Genau, was ich sagen wollte, cool hätte ich es gefunden, also hier hat man zwar nach Stufe eine Sortierung, aber leider funktioniert die noch nicht so richtig. Was ich gut gefunden hätte, wenn man hier direkt nach Item Level auch sortieren hätte können, weil Item Level ist ja mittlerweile eine feste Größe, die Blizzard auch selbst implementiert hat. Und das hätte ich ganz cool gefunden, wenn die noch im Auktionshaus gewesen wäre, dass man gleich sagen könnte, okay, ich suche jetzt Items, die Item Level 400 bis 420 haben, in der Range möchte ich was kaufen. Und dann wähle ich halt nur aus, ist es eine Brustplatte, Leder und sowas. Ne? Das hätte ich cool gefunden, das ist leider nicht drin. Aber mit diesen besseren Items kann man zumindest schon mal grob die Sachen ansteuern, die wirklich ein Upgrade für einen wären, zumindest vom Item-Level her. Und ja, hat man zumindest schon mal eine ganz gute Grundsteuerung. Der ganze Rest ist top, der ist von vielen Add-ons, die ich sowieso schon benutze, teilweise übernommen. Und jetzt in den Blizzard-UI gebastelt. Muss sagen, das Ding ist solide. Das Aussehen finde ich, ja, also es ist funktionabel quasi, aber irgendwie ist es ein bisschen, es macht ein bisschen wenig her, sagen wir es mal so. Das spielt natürlich überhaupt keine Rolle dafür, wie gut das Ding ist oder nicht, aber ich hätte, also vom Aussehen hätte ich es ein bisschen aufgepeppter gemacht. Das Ganze hier wirkt so ein bisschen zusammengequetscht und so. Also das Aussehen hätten sie ein bisschen cooler machen können, aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Genau, das war es eigentlich, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, jetzt haben wir soweit alle Funktionen im Groben durch. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr noch irgendwas anderes entdeckt habt, wenn ihr irgendwie denkt, das und das hätte noch unbedingt rein müssen in dieses Tool oder ich habe irgendwas vergessen zu erklären, gerne damit in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.